erstmal ganz herzlich. Ich gehe jetzt mal ganz weg vom Protokoll, weil ich bin wirklich schwerst beeindruckt, wie viele Leute heute gekommen sind. Und ja, das freut mich ganz besonders für Sie, Peter Stein, dass heute diese Ausstellung hier eröffnet wird und in diesem großen Rahmen. Ich glaube, das ist gar nicht so üblich und für mich schon mal gar nicht vor so einem großen Publikum. Und ja, ich bin ganz begeistert. So, und jetzt steige ich ins Protokoll ein. Sehr geehrter Peter Stein, sehr geehrter Herr Dr. Fehrmann, sehr geehrte Frau Zier, sehr geehrte Vertreter der Stadtwerke, Herr Mayer, Herr Kemper, also ich will jetzt nur mal sagen, immer wenn ich mit Ihnen zusammen bin, sind immer großartige Veranstaltungen. Also wir müssen öfters zusammen unterwegs sein, ich glaube, das ist gut. Sehr geehrter Herr Pennekamp, sehr geehrter Herr Michael Rubinstein, aber den anderen Herrn Rubinstein grüße ich auch ganz herzlich. Ah, okay, wunderbar. Ja, und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute Abend hier in unserer Mahn- und Gedenkstätte begrüßen zu dürfen zur Ausstellungseröffnung Fred Stein auf dem Weg Dresden, Paris, New York. Herzlich willkommen. Es ist mir eine besondere Freude, Sie, lieber Peter Stein, hier heute wiederzusehen und Sie willkommen zu heißen. Peter Stein, der Sohn des Fotografen Fred Stein, ist für den heutigen Abend extra aus den USA angereist und wird später im Gespräch über seinen Vater berichten. Peter Stein und ich haben uns im Sommer 2014 bei einer Ausstellung von Fotos seines Vaters in der Freien Christlichen Schule kennengelernt. Dort zeigte das Gymnasium neben den Porträts von Martin Buber und Marc Chagall 15 Aufnahmen aus Paris und New York. Bei dem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung wurde die Idee geboren, also man kam gar nicht an dieser Idee vorbei, eine solche Ausstellung auch einmal in einer Düsseldorfer Kultureinrichtung zu zeigen. Und tatsächlich, heute ist es soweit. Die Mahn- und Gedenkstätte hat unsere damalige Idee vom ersten Moment an großartig angenommen und weiterentwickelt, sodass wir heute die Eröffnung begehen können. Hierzu meinen herzlichsten Dank an Herrn Dr. Fehrmann und sein Team. Mein herzliches Willkommen gilt auch Theresia Zier, Kuratorium für Fotografie am Jüdischen Museum Berlin. Sie arbeitete gemeinsam mit Peter Stein die erste Ausstellung mit Werken Fred Steins in Deutschland, die 2013-2014 unter dem Titel Im Augenblick Fotografien von Fred Stein im Jüdischen Museum Berlin zu sehen war. Theresia Zier wird uns gleich einige Einblicke in die künstlerische Arbeit des Fotografen Fred Steins geben. Alfred Stein, kurz Fred Stein, wurde 1909 in Dresden geboren. Er studierte Jura und engagierte sich in der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. 1933, das Jahr der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, stellte für ihn als Juden und Sozialisten eine Zäsur dar. Er konnte weder seine Doktorarbeit noch seine juristischen Examina beenden. Zudem geriet er aufgrund seines politischen Engagements in den Fokus der Gestapo. Unter dem Vorwand, mit seiner frisch angetrauten Frau Lieselotte auf Hochzeitsreise zu gehen, floh das junge Ehepaar Anfang Oktober 1933 nach Berlin. Als Jurist für deutsches Recht bot sich für Fred Stein keine Perspektive, in seinem erlernten Beruf in Paris Geld zu verdienen. Er machte daher notgedrungen aus seinem Hobby einen neuen Beruf. Gemeinsam mit seiner Frau eröffnete er ein Fotostudio. Die beiden hatten sich zur Hochzeit eine gebrauchte Leica geschenkt. Wie sie gleich selbst entdecken werden, Fred Stein offenbarte herausragendes Talent. Bereits in Paris entpuppte er sich als Meister des Porträts und der spontanen Straßenfotografie.
Er bot Agenturen und Zeitschriften seine Fotos an und bereits ab 1935 stellte er mit Fotografen wie André Kitesch in Pariser Galerien aus. Doch mit dem Kriegsausbruch waren Lilo und Fred Stein mit ihrer kleinen Tochter Marion in Paris nicht mehr sicher. Fred Stein wurde als feindlicher Ausländer von den Franzosen interniert. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht konnte er sich zu Fuß in das unbesetzte Vichy Frankreich durchschlagen, wohin ihm Lilo und Marion folgen konnten. Nach 11 entbehrungsreichen und sorgenreichen Monaten reiste die Familie im Mai 1941 schließlich in die USA ein. In New York setzt Fred Stein seine Laufbahn als Fotograf fort und etablierte sich endgültig als Meister der Straßen- und Porträtfotografie. Sein Portfolio ist wie das Who is Who seiner Zeit. Marlene Dietrich, Albert Einstein, Hannah Arendt, Willy Brandt, Eleanor Roosevelt, John F. Kennedy, um nur einige zu nennen, waren unter den Porträtierten. Wir danken dem Jüdischen Museum Berlin und Theresia Zier als Kuratorin, dass sie die Mahn- und Gedenkstätte ihrer Ausstellung aus dem Jahr 2013 ausleihen und heute Abend und in den kommenden Wochen hier präsentieren kann. Die Berliner Ausstellung zeigt die enorme Vielfalt der künstlerischen Arbeit Fred Steins. Für die Düsseldorfer Schau haben darüber hinaus Hildegard Jacobs, stellvertretende Leiterin der Mahn- und Gedenkstätte, und Andrea Kamp hier im Hause für das Ausstellungsprogramm verantwortlich, da den Lebensweg Fred Steins in der Heimat Dresden, im Pariser Exil, auf der Flucht nach New York und während des schwierigen Neuanfangs in den USA ergänzt. Diese biografische Ergänzung wäre allerdings nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige Hilfe Peter Steins. Er scannte unermüdlich Dokumente und Fotos für die Düsseldorfer Ausstellung und stand mit Rat und Tat zur Seite. Thomas Ulrich vom Büro Ulrich sorgte dafür, dass die Ausstellung hier in Düsseldorf gestalterisch ins rechte Licht gesetzt wurde und durch die ansprechenden Plakate und Flyer beworben werden kann. Ein besonderer Dank gilt den Düsseldorfer Stadtwerken, die mit ihrer großzügigen finanziellen Unterstützung diese Sonderausstellung in der Mahn- und Gedenkstätte erst ermöglicht haben. Vielen Dank. Flucht. Ja, wunderbar. Flucht, Exil, Neuanfang. In einer fremden Gesellschaft. Die Biografie Fred Steins und seiner Familie könnte heute kaum aktueller sein. Die Ausstellung zeigt beide Seiten dieser Fluchtgeschichte. Die Gefahren, Ängste, Verluste und Entbehrungen einerseits, andererseits den Mut zum Aufbruch, zur Integration in das Neue unter Beibehaltung der eigenen Wurzeln und die dadurch geprägte Entwicklung zu einem großartigen Künstler. Ich freue mich, mit Ihnen heute die Ausstellung zu eröffnen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Es liegt etwas mehr als 3 Jahre zurück, dass wir die hier ausgestellten Fotografien im Jüdischen Museum Berlin präsentiert haben, damals zum ersten Mal in Deutschland. Ich erinnere mich noch sehr gut an das positive Presseecho und die vielen interessierten Besucher. Dass die Fotografien nun hier in Düsseldorf gezeigt werden, freut mich sehr. Bedanken möchte ich mich bei dem gesamten Team der Mahn- und Gedenkstätte, vor allem bei Frau Jacobs und bei Frau Kamm, für die angenehme Absprache und Vorbereitung. Das Werk Fred Steins ist eng verzahnt mit seinem Lebensweg. Nach seiner Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland stand er vor der Herausforderung, aus dem Nichts eine neue Existenz aufbauen zu müssen. Eine Leica, die sich die Eheleute Stein gemeinsam zur Hochzeit schenkten, gab den entscheidenden Impuls. Fred Stein entschied sich, Fotograf zu werden. Das Zitat »Dresden vertrieb mich, so wurde ich Fotograf« drückt aus, wie sehr die Verfolgung seine Berufswahl bestimmte.
Sein Emigrationsweg führte ihn 1933 nach Paris und 1941 nach New York. Beide Metropolen verewigte er in eindrucksvollen Straßenansichten. Fried Stein wanderte als Flaneur durch die Straßen und hielt seine besonderen Augenblicke in unmittelbaren Aufnahmen fest. Wie andere Emigranten, die sich für die Fotografie entschieden, war er als Fremder, als Außenstehender ein genauer und kritischer Beobachter seiner neuen Umgebung und näherte sich dieser durch die Linse seiner Kamera. Dabei gelangen ihm neben klassischen Ansichten viele Milieustudien und Charakterbilder. Seinen soziologischen Blick richtete er auf die einfachen Leute in ihrem Alltag. Er hatte ein feines Gespür für die Sichtbarmachung von Armut und Benachteiligung. Auch skurrile Momente hielt er fest, die geprägt waren von Ironie und ließ dabei immer wieder seinen speziellen Humor aufblitzen. Seine hohe Beobachtungsgabe konnte Alltägliches mit Außergewöhnlichem verbinden. Auch wenn sich Fried Steins fotografischer Blick homogen entwickelte und er sich in der Art und Weise, wie er sich seinen Motiven näherte, treu blieb, gelang ihm die Eigenheiten der beiden Metropolen Paris und New York in seinen Straßenansichten zu unterstreichen. Seine Paris-Bilder wirken poetisch, verträumt und manchmal auch melancholisch. Die New York-Ansichten erscheinen mit ihrem Licht und Schattenführung stärker und dominanter und erinnern an Filmszenen. Neben den Straßenansichten aus Paris und New York umfasst Fried Steins Werk über 1200 Porträts, die sich wie ein Who's Who bekannter Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts lesen lassen. Diese entstanden nicht, wie damals meist üblich, im Studio stark ausgeleuchtet, in Szene gesetzt und nachträglich aufwendig retuschiert, sondern er fotografierte wie bei den Straßenansichten auch hier mit kleinen Kameras, die es ermöglichten, unmittelbar und direkt den Auslöser zu betätigen. Viele seiner Porträts entstanden im Affekt, nach einer langen Diskussion, während eines Treffens oder auf Veranstaltungen. Oft stand die Begegnung im Vordergrund und das Negativ wurde erst am Ende belichtet. Fried Stein bewegte sich in intellektuellen Kreisen, war belesen und ehrlich interessiert an den Menschen, die er fotografierte. So sollten auch seine Porträts direkt, ungeschönt und eben für diesen einen Augenblick echt und authentisch sein. Mit vielen Porträtierten entstanden Freundschaften, die ein Leben lang halten sollten, wie zum Beispiel mit Willy Brandt, den er mehrmals fotografierte. Dass Fried Steins Werk weitestgehend unbekannt geblieben ist, überrascht bis heute. Natürlich gibt es dafür Gründe, wie zum Beispiel seinen frühen Tod im Alter von 58 Jahren oder auch die erst später einsetzende Würdigung der Fotografie im Allgemeinen. Trotzdem gab es schon zu seinen Lebzeiten viele Momente, die in eine andere Richtung verwiesen. In Paris teilten sich Fried Stein und seine Frau ein Apartment mit Gerda Taro. Dort war auch des Öfteren Gerda Taros Freund Robert Kappa zugegen, der später als Kriegsfotograf sehr bekannt wurde und zu den Begründern der renommierten Fotoagentur Magnum gehört. Ebenfalls in Paris sammelte Fried Steins erste Ausstellungserfahrung. Dabei wurden seine Fotografien neben Werken von bekannten Fotografen und Fotografinnen wie Brassai, Man Ray, Dora Maar oder André Kertész präsentiert. Und selbst über seine Flucht aus Frankreich wissen wir, dass auf dem Schiff, das ihn und seine Frau von Marseille nach New York brachte, auch andere namhafte Fotografen und Fotografinnen zugegen waren, wie zum Beispiel Ilse Bing. So bleibt für mich unverständlich, dass Fried Steins Werk bis heute nicht die Aufmerksamkeit erlangen konnte, die es verdient. Ich freue mich, dass die Präsentation seiner Fotografien hier in Düsseldorf einen weiteren Beitrag leistet, dies zu ändern und wünsche der Ausstellung viel Erfolg. Vielen Dank. Er ist in den USA ein berühmter Kameramann, war selber Professor für Kinematografie in New York an der Universität, ist also ein Fachmann des Bildes, wenn auch des bewegten Bildes, nicht des Standbildes, wenn man so möchte.
being here is it's an incredible experience for someone who grew up in the United States, and I feel very blessed. I think this is an amazing museum, and I was sitting there thinking, gosh, if my father knew that there was a presentation here in Düsseldorf, in this museum, people coming to see his work, it was an American expression, it would just blow him away. It would make him so happy and so proud. So thank you, and thank you for coming tonight. Now let me get to the answer to your question. And let me say, I'm sorry that I don't speak German. I was sitting there listening, and I can get about 10% I can understand. But I'm sorry I don't speak German. To answer your question, I can't remember ever a time where I did not know that my parents were not American originally. From the time I was very little, I understood, and they were very open about having escaped from Germany and having escaped from France and being refugees in the United States. My father did a calendar book. It was called Paris, and it was pictures of Paris. And he donated all the money that book made and gave it to, the organization was called War Relief for France. And because of the money they made from the book, they could buy 8 ambulances. And because of that, my sister, my parents were very poor. They were refugees, they had no money when they came to the United States. But because of his donating the proceeds from this book, my sister got a scholarship to a very exclusive, very fancy school in New York, which was the Lycée de Français de New York, or Lycée Français de New York. So when I remember my sister, who was 5 years older than me, and I was just a little child, she was studying very hard in French. So she was going to a foreign school, and I was just a little kid. So my parents certainly did not hide that they were refugees. And I think that answered your question. And I hope you all understand. Seems like it. What was your family's way of life in New York like? Did your parents keep up any German or French traditions, or did they talk about fleeing to France and from France to the United States to you? Well, they did talk about it, and the language that they spoke at home was English, German, and French. And they wanted the children to learn all three languages. When I was very young, and I did speak all three languages, but when I was very young, I started to stutter. Do you know the word stutter? Blah, 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 blah. And the doctors in those days told them to cut out the other languages and only speak English to me. So I didn't, unfortunately, but just being around people, my parents spoke German to each other all the time, and they considered themselves to be German. But they also spoke French. Well, first of all, if they ever had any secrets that they wanted to talk to each other, they would speak German. So it was in my own interest to learn German, so I could understand. And then when I went to school, I learned French. But I know if I lived here in,
in Germany, I could pick up German very quickly, and the same thing with France, although I did learn it in school. And now I've forgotten the rest of your question. Any German traditions and French traditions at home? You know, my traditions, my father was very German. I mean, I know that now that I'm older, but he was very formal. He would, when he would meet somebody, he would click his heels and bow, you know, this is, but, and my mother would cook schnitzel and German food. We always had German food at home, but we also had crepes. And their French was, now when they went to France, they were very young. So they had learned French in school and they spoke French fluently, perfectly. When they were in the United States and they were speaking English, they spoke English with a very heavy German accent. In fact, once I was going to college, I was getting a master's degree at a school in Manhattan called Hunter College. And my mother was teaching at Hunter College, and I was walking down the hall, and there was a room, and my mother was teaching there, and I heard this woman speaking with a thick German accent. And I had no idea that that was my mother. So, but traditions, it's very hard to say whether they had German or French traditions. They tried to become Americans, and they were a very red, white, and blue. They were very American. But my father was a socialist. He was a socialist in Germany. He was a young socialist, and which is the main reason why he had to leave, because he found out he was going to be arrested. He was active in socialism in France, and then when they came to the United States, the United States is the most unsocialist country you can imagine. So he really gave up politics. But his friends were usually German. When they would have a party, everybody would be speaking German. They were all German refugees, exiles, and usually socialists. So I knew as a child that my life was very different from all the people who lived near me. It was my father was an intellectual, and most of the people around us were not intellectuals. But his main thing was to try to make a living. And we had very, very little money. While you grew up in New York in the late 1940s, 1950s, your father managed to reestablish himself as a very successful photographer. What do you remember of his style of work? How did he work? Did he have his own studio? Did he have to travel a lot, or did he mainly work from New York? And as a child, were you ever allowed to accompany him to photo shoots? Okay, well, first of all, let me say, my father never became a really successful photographer. I'm sorry, I should have mentioned that to you. In fact, his work was totally forgotten. I mean, he did have a number of books published, and he had something of a name, especially in France. He was just starting to become recognized. When they came to the United States, he had no understanding of the business of art. He didn't know how to promote himself. So he was an artist, and he took pictures for himself, but he
But he didn't know how to sell himself, which is so important as art. And my mother really supported the family. My mother was very strong, strong-willed. She had, they had both grown up in Dresden, but she had come from a family that had a lot of money. Her father was a doctor, and was a doctor to the King of Saxony, and he treated all the opera singers and aristocrats. My father came from a very lower middle class family, but he was an intellectual. My mother believed in him and believed in him as a photographer. I used to, he taught me photography, and really the fact that I'm promoting his work now is a way of my saying thank you to him for giving me the incredible life that I've had. I mean, well, first of all, just being here in Dusseldorf in this, you know, I wouldn't be here if it weren't for him and his incredible work. But he used to take me into the darkroom and show me how to develop film and then print pictures. And we would go out occasionally and take pictures together. The difference was that he would go up to people and take pictures of people, and I was much too shy to do that. And also in New York, you don't want to go up to people and take pictures of them. It's sort of dangerous. But he was not afraid of. He was very simpatico. He was a humanitarian, and he believed in being with people. So, but he taught me how to see the world as a photographer, and I used to take a lot of photographs when I was very young. And then eventually I became a cinematographer and shot many movies. Did I answer your question? So this was the professional Feldstein, but how was the father Feldstein? I'm not sure if I can imagine him going out to play football or reading bedtime stories to his children. Was this rather your mother's realm, although she was a working woman herself, or did he do that too? Your imagination is absolutely correct. he never played football or ball or anything like that. He was an intellectual, and he was always reading. He was a bohemian. He would go to parties. He loved us, but he had very little to do with us, myself and my sister. My mother took care of the children. My mother raised the family. As I was saying before, he also had no real interest in making a lot of money and giving us. He didn't feel bad. I think that we didn't have what all the people around us had at the time. Now everybody had televisions. We didn't have a television. It was just he didn't really. What he was interested in doing really was meeting people and talking to them and making great art. So, and my mother believed in him. She believed in him when they met in Germany. He taught her politics, and I mean, he would read the New York Times, which is the newspaper in the United States. He would read the New York Times every single day, and he'd read two magazines a week and probably two or three novels or historical books every week. And he had a great memory. So his whole raison d'etre, his whole being,
was to meet people and talk to them. There's an interesting story. I hope I'm not going too long, but there's an interesting story that the Jehovah's Witnesses, a religious group, would come around to all the neighborhoods and hand out their magazine and proselytize and try to get people to become Jehovah's Witnesses. And they would come around, and everybody they would come to, they'd knock on the doors or ring the bells, and people would say, oh, thank you, no thank you, no thank you. They'd come to our door, and my father would say, oh, come on in. And he would argue with them and try to convince them that what they believed in didn't make sense. So he loved to talk to people, and he had a great memory. I mean, his father was a rabbi, and he knew the Bible, and he knew everything about religion. I can tell you an interesting story of how when he got to Albert Einstein, Albert Einstein's first assistant, Peter Bergman, knew it would be important Peter Bergman and Fred Stein had gone to high school together, and so he was trying to help his friend Fred to get some kind of prominence as a photographer. So he knew it would be important for Fred Stein to take Albert Einstein's picture. So and Einstein hated having his picture taken. So Peter Bergman got Einstein to agree to a 10-minute appointment, so to have his picture taken. So Fred got to Einstein, and they started talking. And they talked, and they had such a good time. Every time Einstein's secretary would come in and say, oh, the professor is busy, you have to leave now, Einstein would say, no, 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 he has to stay. And he ended up staying for 2 hours with Einstein, which was incredible. And I think I told you this. But I found out from my father that they spent some of their time telling each other dirty jokes in German. So Einstein was starved for somebody to speak German to. But Fred could speak to Einstein for 2 hours. Certainly Fred was not a physicist and couldn't speak to him on a scientific level. But because he was an intellectual, he could speak to him about theology, he could speak to him about politics and literature. So that's what he did. And his idea was to get people to relax and to be themselves and not put on airs, not to pose. And that's when he would take their picture. I've wandered a bit on that answer. Perfectly fine. I think we got a very good impression of your father. Thank you so much for having me here. Und, ja, ich glaube, wir haben einen sehr bunten Einblick in den Menschen und den Stein an dieser Stelle bekommen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Peter.
think if you're filming now, I think it's going to be have to be something where you can get. Shall we go up to the living room where it is? Yeah.